Schönen guten Tag beisammen. Ich möchte Ihnen heute einen Anwendungsfall mit ImageXLS zeigen. Und zwar fügen wir diesmal keine Bilder ein, sondern wir werden PDFs einfügen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Immobilienmakler sind, könnten Sie eine Übersicht Ihrer Angebote an Ihre Interessenten verschicken und könnten darin die PDFs, heißt die Exposés etc., direkt in die Excel-Tabelle einbetten. Sie hätten, wie wir das am Bildschirm sehen, eine Übersicht über all Ihre Angebote, könnten hier auch filtern, sortieren etc., sämtliche Funktionen, die Sie kennen. Jetzt fügen wir einmal PDFs ein. Sie sehen hier, wir haben einen Pfad, diesmal kein Bildpfad, sondern ein Pfad zu PDF-Dateien, sprich Exposés zum Beispiel. Wir prüfen unsere Einstellungen, einfügen ab Zeile Nummer 3, richtig. Symbole für PDFs 50x50 Pixel, auch in Ordnung. Hier oben legen wir wieder fest die Zielspalte für das PDF, das ist in diesem Fall die Spalte F. Der Pfad steht in Spalte G und schon kann es wieder losgehen mit ImageXLS. PDF einfügen, wir bekommen wieder unsere Checkbox, stimmt alles? Ja, es stimmt alles und dann wird eingefügt. Die PDFs wurden erfolgreich eingefügt. Wir könnten nun die Spalte mit den Pfadangaben löschen, wir lassen sie aber jetzt einmal stehen, passen hier noch Spaltenbreiten, Zeilenhöhen etc. an. Das kann jeder dann eben für sich tun. Und wenn wir hier einmal sehen, haben wir die Symbole für Adobe Acrobat in diesem Fall. Doppelklicken da drauf und haben schon das erste Exposé. Klicken hier auf das nächste und haben in diesem Fall auch das nächste Exposé. Sind natürlich hier Beispieldateien. Ja, so fügt man also PDFs ein, ideal auch für technische Dokumentationen etc. Wie gesagt, hier Häuserübersichten, Gebrauchtwagenhändler oder Fahrzeugverkäufer und so weiter, wann immer Sie innerhalb einer Liste mehrere Detailansichten benötigen und das in PDFs oder natürlich auch wieder die klassische Produktliste mit einem Produktdatenblatt da drauf etc. Vielen Dank, das war es mal wieder von ImageXLS.